Ah, buongiorno Alfred, was willst du haben? It's Pasimelf, Pasquale. Du hast da Spaghetti Vongole. Komm da statt Spaghetti ein Gnocchi machen, hä? Du immer sag ich Gnocchi. Das heißt denn nicht Gnocchi, das heißt denn Gnocchi. Verstehst du? Gnocchi. Ja, wie du meinst, dann magst du mir einen Teller Gnocchi Vongole mit einem sauberen Parmesan drüber, gell? Wir haben keine Parmesan, wir haben nur Grana Padano. Das ist die Königin von die Parmigiano. Probier aus, Pasquale. Dann magst du mir die Königin. Also einen Teller Gnocchi Vongole mit einem sauberen Löffel Padano drüber, hä? Ein Italiener macht niemals Käse über die Vongole. Das braucht er nicht, das mache ich selber. Porca miseria, das ist wie bei den Römern, die auch bringen Kultur in diese finstere Germania. Bei den Römern. Sag mal, Pasquale, wie lange bist du schon in Deutschland? He? Bin ich gekommen nach Deutschland mit meinen Eltern. Da war ich noch ganz ein kleines Baby. Bin ich praktisch schon immer da. Das ist ja der Wahnsinn, wie gut du schon Deutsch sprichst. He? Mille grazie. Aber deutsche Sprache ist schwere Sprache. Ha, da hast du wieder recht. Jetzt pass auf, und danach, gell, da bringst man noch einen sauren Espresso. In Italia gibt es keine Espresso, da gibt es Kaffee, da gibt es Cappuccino, Kaffeelatte, Kaffee, nix Espresso. So, und jetzt bring ich dir deine Gnocchi. Das magst, aber stupido. Prego. Kerzelmacher. Wieso, Stronzo, Fasche da Culo? Warum du schimpfst immer mit den Gästen? Ist dir doch egal, ob ich sage Gnocchi und Gnocchi. Hauptsache, er kommt Fresseran sein voll. Bezahle und gebe gute Trinkgeld und ciao. Irgendwann kommen gar keine Gäste mehr. Da hätte ich aber gar nichts dagegen. Ich gönn nicht mehr. Ich gönn einfach nicht mehr. Das ist der Kulturbolschewismus. Der Nächste, der Gnocchi sagt, den habe ich einen Teller auf den Kopf. Einfach in Deutschland, du kriegst keine gute Personal mehr. Ah, oh, schmeckt es scheiße.